What is it? Can I ask you a favor? Probably not. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. Yeah, mit unserem neuen schönen Staubmantel unterwegs. Den hatte ich jetzt mal angezogen hier im Lager. Ein wunderschönes, adrettes Outfit, muss man einfach mal sagen, oder? Der sieht ein bisschen nach Revolverheld auf jeden Fall mehr aus, finde ich. Ist jetzt nicht der Oberknaller, aber ist schon okay. So, okay, und hier werden wir mal helfen. Wir wollen nach Jack sehen. Und ja, inspizieren derzeit das Lager. Hier haben wir auch ordentlich aufgemüllt. Man sieht, jetzt können wir uns hier theoretisch ein paar Äpfel einfach so mitnehmen, ja, und sagen, hey, ein paar Vitamine. Beispiel für die Rossi, aber die will ja immer diese leckeren Haferkekse essen, deswegen. Und ein dickes Danke geht raus an Yitu. Vielen Dank für deinen Twitch Prime Sub, vielen Dank für den Support hier auf Twitch. Dankeschön. So. Oh. Hey Jack? Ist ja ein Kleiner. What you up to? Playing. Anything fun? I guess. You wanna come fishing with me? Fishing? Sure, you're... It's about time that you started earning your keep. Okay. Good. Let's go get your pole then. Now, you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yeah. Oh, und ich dachte, der wäre ein bisschen älter. Aber mit dem gehen wir auch gerne angeln, ne? I'll mount up and lift you on when you're ready. Hm, was denn mit einer Dings hier? Eine Angel. Brauchen wir nicht auch eine? Oder machen wir es gerne gemeinsam? Jetzt bin ich mal gespannt. Wie wir den da hochkriegen, zieht er den jetzt hoch, oder was? Eine Angel reicht. Yeah. Alright, hold on tight. So, where are we going? Just down to the river near here. We shouldn't go too far from camp. Oh, okay. You feeling better? I know you was a little sick. Oh, I'm fine. You're a brave kid. So, just like you. Well, I don't know about brave. I ain't much of a kid no more. Well, your mama might disagree. Her and a few other women, I guess. What do you mean? I'm just talking silly. It's been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, we're not. This is our spot. For now, anyway. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. Well, I'm sure someone can get you another storybook. Really? When? Well, we'll see. A fish to catch first. Yeah. Look, rabbits are out. All right, this looks as good a spot as any. Wollen wir am Angeln gehen? Where should we stand, Uncle Arthur? Down by the shore. Come on, follow me. Komm rüber. I can't wait to get started. Just by the water there? You mean? Sieht ja lustig aus. Show me where, Uncle Arthur. Jo, wir machen das direkt hier drüben. Da vorne wird geangelt. Die Angelroute, da ist sie. First, we need some bait. Rotköder. Maisköder? Zieht kleinere Fische wie Steinbarsch und blaue Sonnenbarsch an. Der Käseköder. Also müsst ihr euch merken. Rotflossnecht und Flussbarsche.
Katzen, okay, Katzenbarsche. Was wollen wir denn holen? Machen wir erstmal den Käseköder. I'm gonna use some cheese. Cheese? Bellier the better. Now, cast your line. Swing the rod back over your shoulder and bring it forward in a smooth motion. Use your wrist, not your elbow. Like that? That's it, good. All we do now, Jack, is wait for a fish to take the bait. How do I know when I've got a bite? Well, if you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet. That just means one's nibbling. If you feel a hard tug, that's a fish going for the bait, so yank hard to hook it. You've got a bite, Uncle Arthur? Ja, du hast den Fisch nicht schnell genug an den Haken bekommen, okay, ich verstehe. God damn it. Didn't get him. Bad luck. I think you've got a bite. Look. Jetzt aber. Got one, Jack. Pull him in. Komm, einholen, einholen. Ich glaube, wir kriegen den. See him fighting there, Jack? That's when you gotta be careful. You'll break the line. Best to wear him out first before you try to reel him in. Cool. Ooh, Jack, it's a bluegill. It's almost as small as you. We should really throw these smaller ones back. Give him a chance to grow up a bit. Na dann. Can I take a break from fishing? I want to make something. Okay. Ja, du hast doch noch gar nichts gefunden. Du hast doch gar nichts geangelt. I'm gonna pick some of those red flowers. I'll be right back. Oh oh, ob das so gut ist, wenn er da alleine weggeht. Na, ich denke mal, das ist halbwegs sicher. Junge wird schon wissen, was er da tut. Okay, Leute. Nächste. Alright. Let's see what's biting there. Okay, Wirbel und Rute einholen. You gotta stick at things, Jack. I know. Something's tugging at your rod, Uncle Arthur. Fish on the line. Well, seems like he's taking a rest now. I'm gonna try reeling him in nice and steady. Ja, Fisch, komm her! So, hoffentlich ist das nicht wieder nur so ein kleiner. Dann gebe ich es auf mit dem Angeln. Sieht auch nicht so groß aus. Was haben wir denn da Schönes? Oh, Steinbarsch, hey, cool. Oh, der ist so lecker. Den behalten wir, ne? Ja, immerhin. Da freue ich mich. So. Arthur. Ja. Born as hell. Then, something happens. And you can get food for days. Really? If you're lucky. But until then, you just sit and wait and try. So, ich will ja keinen Käseköder. Ich wollte jetzt was anderes nehmen. Und zwar einen Maisköder. Habe ich überhaupt. Ach, kann ich gar nicht nehmen. Ich habe gar keinen Mais. Da kann ich ja nur Käse. Schade. It's good for you. It's good for you? I guess. Hm. I'm gonna try my luck over there. Das finde ich schon cool gemacht. What are you making there? You'll see. It's a surprise. Ja, und wir warten hier gemütlich beim Angelsimulator 2018. Müsste ja fast 19 sein. I'm fine. Just wanna catch one more. Then we'll call it a day. Na, bisher passiert da nicht so viel im Wasser.
Ist die Strömung ja stark. Ah, guck mal. There, got him. Is it a big one? Ich hab keine Ahnung. Komm schon näher, komm schon näher. Ah, er will wieder kämpfen. Jetzt aber, jetzt kriegen wir dich. Oh, wen haben wir denn da? Rotflossenhecht. Fließende Gewächer ansehen. Okay, den nehmen wir mit. Na, da haben wir Schönes hey, gefunden. Oh. What? This necklace I made. Necklace? For Mama. Sure. What a fine young man. And in such complex circumstances. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you? Yes, Arthur Morgan. Vanderlyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case. Orphaned street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton, Agent Ross, Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. There's $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Can I turn myself in? We want Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vanderlyn. And you have my word, you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent. Milton. You see, I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow. But merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid, while you still can. Who are they? No one to worry about. No one at all. Come on, let's pick up your things and get home. It's getting late, Jack. Your mother would be worried. Let's head back. Oh. Da gibt's Probleme. Schade, ich muss ja sagen. I don't like it here anymore. Ja, ist auch nicht mehr so schön. Komm, wir gehen immer mal rüber. Komm, Junge. Heil dich ein bisschen. Genau, schnapp dir die Angel. Ja, natürlich. Why did you lie about where Uncle Dutch is? Because, well, because those are disagreeable men, and I don't want them to hurt him. What did they mean about Mac? Is he in jail? No, I don't think so. I hope he's just fine where he is. Like I said, don't worry about them. World is full of disagreeable men. That's why you got all of us to protect you. Folk like them. Now, how about that necklace you made? You still got it, right? Yeah, I got it. Good. Did you like fishing? It was okay, I think. It's a lot of waiting around. It is. Yeah.
Na, Freunde. Da sind wir wieder zurück im Lager. Mit schlechter Nachricht, wenn man so will. There you are. How you boys getting on? Great. We caught a fish and I made you this necklace. Ain't that pretty? Not the luckiest. Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey, you did real fine, kid. Thanks. We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named, Milton, and, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train, and they know we're here. Were you followed back here? No. They know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing. Just yet. They're just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. Ja, üble Situation. Und er meint, wir sollen erstmal warten. Okay. Haben ein bisschen mit dem Burschen geangelt, hätten wahrscheinlich noch ein paar mehr Fische angeln können, wenn wir Bock drauf gehabt hätten. Muss aber sagen, der Staubmantel gefällt mir doch ganz gut, ey. Sieht auf jeden Fall mehr nach Gangsterräuber aus hier mit dem Black. Könnte noch mal sein Hemd wechseln eigentlich, ne? Guck mal hier, neues Hemdchen. Der auch mal ganz frisch wieder, oder? Hemden, Oberteile. Geben wir ihm mal das Weiße. Sieht ja wesentlich fresher aus. So langsam wird's doch. Unserem Arthur. Come on, folks, time to eat. Ja genau, Bite Racer. Die haben ihm angeboten, nicht gehängt zu werden. Das war das Ding. Also die Freiheit gar nicht mal unbedingt, ne? Ich weiß nicht, vielleicht auch die Freiheit. Vielleicht wird da sicherlich auch noch ein unmoralisches Angebot von denen kommen. Und Lenny, weißt du was? Das ziehen wir uns jetzt hier mal rein. Lenny? Hey, Arthur. That knife's sharp enough, ain't it? Depends. Why? You feel lucky? Do you? Oh, before me, at least 6 generations were born in chains. And for the last 3 years, I've been running from every lawman and bounty hunter west of the Lanahassee River. So yeah, I feel lucky. I'm the living embodiment of luck. That is one way of seeing things. But I'm also skilled. And in this game, you got to have luck and skill. And stupidity. The Outlaw's Trinity. Luck, skill, and just a dose of stupidity. Come on, you ain't too old and too slow just yet. After you. As you wish. You know, we should head back up that mountain sometime and make Jenny a proper grave. Something nice. Keep it loose. You got your bandages ready? Oh!
nice and easy. It'll be all right. I've got to go. Be well. Later. After that hand. Oh, da war ich gemutet, dich, alter Harry. Sorry. Aber ja, ist euch gar nicht aufgefallen, ne? Super nice. Gut, jetzt bin ich wieder da. Das Fingerfilet haben wir aber ganz gut hinbekommen, würde ich sagen, ne? Alle Rede mit uns. Weißt du, zum Glück habe ich keine Let's Play-Aufnahme gemacht, aber ist mir ja gar nicht aufgefallen. Weißt du, jetzt habe ich das mit dem Kabel wieder hinbekommen und jetzt geht das für die Muting nicht. Nice. Oh, noch so ein Emote. So ein Mute-Emote. So. Okay, haben wir da die richtige Waffe? Ich glaube schon, oder? Bam. Ihr Schweine. Du verdammtes Drecksack. Drecksauer Vieh. Schieß nach nach. Boah, knapp. Vorne ist einer. Hinten. War's das? Glaube doch schon, oder? Nette Gegend. Absolut. Richtig sympathisch hier. Oh, ich glaube, die haben richtig Kohle dabei, die Typen. Liegen hier noch. Richtig schön freundlich hier. Der war voll getarnt wie so ein Felsen, ne? Wegen seinem Mantel. Na, auf jeden Fall hat sich das gelohnt, hier mal vorbeizuschauen. Und die Typen auseinanderzunehmen. Gut, weiter geht der Ritt. Come on, girl. Der gute Ausritt. Yep. Wo kamen die denn auf einmal her? Hab ich auch gefragt, losgehen. Alter Schwede, ey. Kamen die auf einmal darüber gedüselt. Von allen Seiten kamen die irgendwie. Als hätten die so gewusst, ey, hier reitet da lang der Arthur morgen. Oh, schade, ich dachte, ich krieg's noch. Das wäre ja auch zu lustig gewesen. So, weiter geht die Reise. Ja, schon noch ein bisschen was zu entdecken hier auch. Ah, das mit diesen... Mit diesem Mr. Ross, ne? Unter anderem. Und Mr. Minton. Ross,
Das Gesicht kommt einem doch durchaus bekannt vor. Oh, guck mal, hier kann man super wen aufhängen an dem Dings, hier, wo wir gerade über das Thema reden. Ja. Mr. Rossi ist es zum Glück nicht. Ja, man sieht, die Cowboys werden in die Ecke gedrängt. Das Gesetz wird immer lauter. Buchik Matthews. Oh, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. And there he goes. So long, long shark. Na, dann wollen wir den mal holen. Okay, Rossi, mach dich bereit für einen guten Run. Wie soll man den eigentlich finden? Wahrscheinlich eher lebendig, ne? Nehmen wir es mal tot oder lebendig, aber lass uns immer besser. So, jetzt alles rausholen aus Rossi. Wir kommen auch ein bisschen näher ran. Wir holen ein bisschen auf. Wo reitet der lang? Einmal im Kreis oder was? You make me go much further. I'll get more than a dead off you. Don't you give up? Where are you going? Na, das hat doch mal wunderbar funktioniert. Warte mal gerade. Aber komm, wir lassen die laufen. Gucken wir uns erstmal das Dokument an. Sollte mir irgendwas zustoßen, sind all meine irdischen Besitztümer hier aufbewahrt. Oh Scheiße, was soll das denn sein? Aha. Bei irgendeinem Baum. Der so aussieht. Und der hat ein Loch da drin, ne? Mhm. Ob wir das jemals finden werden? Kein weiterer Hinweis oder sowas. Okay. Ach cool. Na, das ist ja praktisch. Er zeigt mir ja sogar direkt an, wo der ist, der Schatz mal ausnahmsweise. Freezer, fettes Danke für deinen Sub, mein Lieber. Dankeschön für deine Unterstützung hier bei Twitch. Freut mich sehr, dass du in der Bande bist. Willkommen in der Gang. Willkommen in der Gang. Hier da vorne. Ja, das ist er doch, der Baum, oder? Ich kenne ihn. War doch so ein. Ja, guck mal hier, da ist es. Ah, mal gucken, was alle seine Besitztümer waren. Das weiß man ja nicht so genau. Howdy, Partner. Schulden erfolgreich eingetrieben. Yeah! Da würde er sich doch freuen. So, dann gucken wir nochmal auf die Karte kurz. Einmal hier. Dann können wir hier auch noch vorbeischauen. Bei der Lilly. Haben wir hier auch noch eine Rechnung offen. Guck mal, Rossi, ein bisschen planschen für dich hier. Ja, jetzt auf zur Lilly. Mal gucken, was diese versucht. Ne? Um dem Kopfgeld zu entgehen. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht, liebe Freunde.
Zum Glück werden wir hier nicht mehr gesucht. Und guck mal, da vorne sind wir auch schon. In der wunderbaren Region, wo es die Lilly zu finden gilt. Da noch ein paar Schulden offen hat bei der Bande. Why has it always got to be such a goddamn performance with you? Now, I told you I'd get you the money next week, and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me. I thought you said you loved me. I do, but what I get paid ain't enough for one person, let alone two. Your money's got to be your problem now. The only problem I got is this bleating going on in my ear. Now, lay off it, Lily. God damn it. Lily, where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well, then, I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners. Son of a bitch. Sein Ernst? So, Hut verloren, du Arsch. Und einen Hundkick hat er auch noch bekommen. Pam. Mein Hut, das war nicht nett. Autsch. Hört man. Na, wie viel hat er denn dabei? Money, leave me alone. I didn't steal that. It's a debt. Oh, damn it. What do you want? I've got nothing to say to you. Oh, warte mal. Das war doch kein Raubüberfall. Der hat mich angegriffen. Bevor der hier eine Scheiße erzählen kann. Stop right there. Okay, er hat's so gewollt. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Krieg ich den wieder nicht. So, dann machen wir es halt so. What in the world? Don't do this. Oh, damn. Oh, shit. Du wirst nichts mehr erzählen, okay? Sit tight. Got our hunt for what then? Ich will, dass er nicht mehr redet hier. Na gut, komm. Ain't even worth it. You're a son of a bitch. You can't turn me in. This ain't just. Just? You robbed and murdered your way across northern scum. It's all lies. Da werden wir den jetzt umnutzen, will er immer noch nicht hören. This is a robbery. Hey now, let's all take a minute here. Ach komm, lass den laufen. Der wird jetzt nicht mehr reden, hoffentlich. Mindestens entschärft die Situation. Gehen wir jetzt mal wieder die Waffe aus der Hand, bevor es nachher wieder Stress gibt. Naja, gut. Haben wir das erledigt auf jeden Fall, würde ich mal behaupten, ne? Ein Problem weniger. Auf den Straßen. Von Los Santos wollte ich schon sagen. Sind wir hier eigentlich gerade Valentine? Ah ne, bei der Emerald Ranch, okay. Hier ist die Emerald Station. Postgut schon, also was? Hier ist unser Pferdchen. Ja, es war doch auf jeden Fall ein erfolgreicher Raubzug, würde ich sagen. Und die nächste Mission wäre dann hier vorne für Mika. Eieiei, der Mika, ey, der ist auch so ein Tu nicht gut. Ah, jetzt hat er die jetzt nicht markiert. Habe ich die nicht markiert? Habe ich die nicht markiert? Oh, das war ein Fehler. Das wollte ich natürlich schon noch. Mal sehen, was wir da unterwegs noch erleben werden. Da will ich ihm jetzt mal rüberreiten. Bossi! Da kommt's angetrabt. Wir haben noch einen weiten Weg zu Mika vor uns. Zu diesem durchgeknallten Idioten. Erinnerst du dich noch? Ja, ich weiß, der gehört zu unserer Gang. Können wir auch nichts machen. Ne? Ja.
Ist halt so, ne? Ist halt so. Wir kürzen mal nicht ab. Ich finde auch, nachts sieht das so eindrucksvoll aus. Da müssen wir aufpassen auch hier. Habt ihr gehört? Gibt ja auch Kojoten und sowas hier, ne? Haben wir bisher noch gar nicht so konfrontiert worden bisher mit. Hier ist alles recht sicher. Der Sternenhimmel. Mega klarer Sternenhimmel, ne? Wenn man sowas mal hätte. Aber ich muss ja auch sagen, auf meinen Reisen durch die USA habe ich auch mit die krassen Sternenhimmel gesehen, gerade in der Wüste. Weil da sind ja wenig Lichtquellen drumherum. Es ist klar, wenig bewölkt. Und dementsprechend sieht man auch ziemlich viele Sterne. Und es gibt ja so ein paar Orte auf der Welt, wo dann diese riesen Teleskope da stehen und so. Und ja, da sind ja extra aufgestellt worden, weil die möglichst nah an den Sternen sind, weil die da möglichst klares Wetter auch haben. Das finde ich immer voll beeindruckend. Die Menschen schon so nah an solche Geräte rankommen, dass wir schon solche Sachen auch auf den Mars geschickt haben und so. Und irgendwann die ersten Menschen jetzt da drauf fliegen werden und so und so ein Kram. Das ist schon cool. Oh. Ganz ruhig, Rossi. Ja, wir haben einen relativ langen Weg vor uns. Der ist hier, ne? Den Bogen, genau. Das können wir mal hier. Könnten wir theoretisch mal ein bisschen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Zack. Sumpel. Krass, wir haben es gekriegt. Haben wir ihn erlöst. Oh, boah, wie übel, ne, dass der so richtig leidet auch. Ist das schlecht? Ich habe den noch extra... Habe ich zwei Pfeile, das war das Problem. Weil ich ihn erlöst habe. Ja, war das schlecht quasi. Boah, das ist schon mies, ne? Umso weniger Pfeile, umso besser. Also läuft der Hase. Oder das Reh. Oh, ihn nehmen wir mal mit. Ein bisschen vom Weg abgekommen. Unsere kleinen Jagd gerade. War schön, nochmal mit dem Bogen. Der ist ja schon nice, der Bogen auch, ne? Bisher mit Indianern haben wir noch nicht so viel zu tun, ne? Poor thing. Poor thing. Come here. Come here. Lord, have mercy. Boah! Alter! Shit! Oh mein Gott! Der ist tot. Yep. Ja. Verdammt, wo ist dein Pferd hingelaufen? Alter, was für eine krasse Nummer. Ist aber Windfarben. Einmal draufsetzen, damit er weiß, dass er uns gehört. Rossi ist natürlich deutlich cooler. Das war echt ein Roundhouse-Kick. Alter. Kommt der schon mit uns oder ist der noch ängstlich? Er vertraut uns noch nicht genug. Rossi vertraut uns auf jeden Fall. Insofern machen wir es andersrum.
würde ich was nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Und einmal eine Abzweigung nach Wellental machen, oder? Komm, bring mal das Pferd zurück. Huch. Ah, hierhin bitte. Weg zu den Ställen. Na, dann komm mal fleißig mit hier, Rossi. Oh, ein gutes Pferd. Können wir überlegen, sowas behalten oder verkaufen in den Stall? Also mit Rossi werden wir weiter rumreisen. Ist auf jeden Fall das bessere Pferd auch. Man sieht hier auch schon, wie schnell der, wenig Energie der hat im Vergleich. Ja, im Stall. Der ist noch nervös, genau. Der ist noch ein bisschen nervös. Also ihr meint, ich soll den behalten, den Stall packen. Gut, dann machen wir das. Wo das letztens wegen dem Camp-Ding da einmal nicht funktioniert hat. Dann haben wir jetzt wenigstens mal ein Pferdchen, was wir vielleicht auch noch einen Stall packen können. Ja, finde ich gut. Müssen wir auch noch reingehen. Haben wir auch noch gar nicht im Theater. So, ab in den Stall mit dem. Aha, wenn wir den Sattel verlieren, können wir uns auch im Stall zurückholen. So. Ah, packen wir da rein. $3 ist der nur wert, auch das ist ja schade. Aber der ist doch eigentlich viel besser. Guckt mal die Werte an, das verstehe ich ja jetzt nicht. Achso, in dem Punkt nicht oben. Okay, ich verstehe. Ja, da ist Rossi natürlich unschlagbar, ne? Von der Geschwindigkeit ist Rossi nicht mal so gut unbedingt, aber es kommt ja noch. Ausbaubar. By quality, keep it simple. You won't go wrong. Komm. Here you are. Hier, jetzt geben wir dir mal wirklich das Pflegepaket hier. So, guck mal, wie frisch er jetzt wieder glänzt. Come back anytime. I'm always happy to stable that horse. Kann man dem eigentlich das Reh komplett verkaufen? So? Beim Trapper müssen wir eigentlich auch nochmal vorbeigehen, ne? Komm, wir bringen das mal darüber, Freunde. Ah, guck mal, ob der es im Laden haben will. Ich will das ja, ne? Ich weiß gar nicht, ob man das hier auch verkaufen kann. What in holy hell? You can't bring that in here. Go! Okay. It's not as it looks. Er will das wohl nicht haben. Dann müssen wir es erst auseinandernehmen. Ah, da vorne gibt es doch den Schlachter. Da können wir es hinbringen. Bei dem Schlachter können wir das, genau. Ah, klar, da vorne können wir es doch wegbringen. Er will es nicht haben. Ah, geil, dass er so reagiert, ne? That game, if you're selling, I'm buying. Ah. So, hier, was gibst du mir dafür? Wo schlecht ist der? If you want to raise your game here, friend, try placing them bullets real careful. One bullet to the vitals worth 100 any place else. It's a knack. More you hunt, more you get a sense for it. Na, so viel bringt der jetzt auch nicht. Weil wir ihm zweimal auch reingeschossen haben. Also mit. Oh, das wollte ich gar nicht. Das ist falsch Schwert. Falsch Schwert. Ich bin nie der drauf gewesen. Schnell runter. Ah, Mann. Macht der Gewohnheit. Bin aber schnell genug wieder abgestiegen, scheinbar, oder? Das sieht gut aus. Haben wir jetzt im Spiel was eingebaut, wahrscheinlich. Okay. Leute, das war doch mal ein super Tag. Mensch, Walle. Schon wieder das Pferd verwechselt. Ich bin aber auch ein Hans, ne? Walle geht fremd, Rossi.
hier ist auch süß, ne? Die Ortschaft hier. So, weiter geht's zur Mission. Jetzt haben wir einen kleinen Umweg gemacht. Ein kleiner ist gut. Hier vorne müssen wir immer noch hin. Was man nicht unterwegs dann so... Kann man sich so schön ablenken lassen auch. Ah, das freut mich zu hören. Der Dunkelmagier schreibt, macht mit echt Spaß mit euch hier im Chat. Oh Gott, was ist denn hier noch los? Verdammt, die Arschlöcher, die meinst du aber direkt ernst hier. Okay. Wir nehmen sie alle auf, die Penner. Noch einer da? Jetzt soll ich mal nachladen, bevor ich ihn auspeitsche. Zack. Na, können sie sich jetzt aber mal uns bedanken, ne? Da ist ja runtergekullert. Stay out of trouble. I'll try. What happened to you two? Cowering like dogs. You wouldn't give us no guns, Pa. This is the worst idea I've ever had. We're with you on that. Well, don't feel you have to hang around on my account. Okay. Dann wollen wir jetzt mal ein bisschen hier looten, ne? Den lootigen Louis machen. Alles. Kohle nehmen wir mit. Und noch ein bisschen Waffenöl, auch nicht verkehrt. Oh, der will nochmal mit uns reden, der Vater. Wollte den Jungen keine Waffen geben, oder was? Er will doch nicht mit uns reden, wir können ihn nur verärgern. Warum sollten wir? You make a sorry trio, I gotta It's been one thing after the next. Can't wait to give you shut of this place.